Artikelnummer SCP-019. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-019 ist in einem Raum aus Stahlbeton mit dem Maßen von 3x3x4 Metern und einer Verbrennungsanlage aufzubewahren. Das Objekt ist auf einem breiten Gitter zu lagern. Wenn die Verbrennungsanlage nicht aktiv ist, ist im Raum eine Temperatur von 0 Grad Celsius aufrechtzuhalten. Ein vom Verwahrraum durch eine Glasscheibe getrennter Beobachtungsraum wird zur Überwachung von SCP-019 verwendet. Im Fall, dass SCP-019-2 Entitäten beobachtet werden, ist die Verbrennungsanlage zu aktivieren. Sollte es zum Ausbruch von SCP-019-2 kommen, genügt für die Terminierung einzelner Entitäten der Einsatz herkömmlicher Schusswaffen. Beim Ausbruch eines Schwarms sind jedoch Flammenwerfer die effektivere Wahl. SCP-019 ist zu allen Zeiten in einer aufrechten Position zu halten. Beschreibung: Bei SCP-019 scheint es sich um eine sehr große Keramikvase zu handeln. Sie besitzt einen Durchmesser von 1,8 Meter an der Öffnung und eine Höhe von 2,4 Metern. Stil und Verzierungen deuten darauf hin, dass sie im antiken Griechenland entstanden ist. Eine anderweitige, schlüssigere Datierung gestaltet sich als unmöglich, da ihre Oberfläche mit keinem bekannten Mittel beschädigt werden kann. Sollte eine Methode zur Beschädigung entdeckt werden, ist SCP-019 sofort zu zerstören. In regelmäßigen Abständen verlassen Entitäten SCP-019. Diese werden zusammenfassend als SCP-019-2 bezeichnet. Die Wesen variieren in vielen Aspekten, sind aber in der Regel klein, vage humanoid, obwohl sie tierische Züge haben können, und extrem aggressiv. Sie greifen häufig mit ihren Zähnen und Krallen an. Sie sehen zwar ziemlich gebrechlich aus und sind überraschend gut brennbar, zeigen sich aber dennoch extrem widerstandsfähig und stellen in großer Anzahl eine ernstzunehmende Bedrohung dar. Solange die Vase ruht und auf einer Temperatur von 0 Grad Celsius gehalten wird, tritt etwa alle Stunde eine Entität aus SCP-019 aus. Im Folgenden eine Sammlung aller Dinge, die die Manifestationsrate von SCP-019-2 beeinflussen. Das Bewegen von SCP-019. Eine Bedrohung von SCP-019. Extreme Temperaturen, sowohl Hoch- als auch Tiefstwerte. Plötzliche Veränderung der Umgebung. Einführung von Gegenständen oder Organismen in das Innere von SCP-019. Dies verursacht eine sogenannte Flutreaktion. Im Folgenden Eigenschaften, die eventuell die Manifestationsrate von SCP-019-2 beeinflussen können. Anwesenheit von Menschen in der Nähe von SCP-019. Die aktuellen Wetterverhältnisse. Spezifische Personen in der Nähe von SCP-019. Einige Personen scheinen die Rate von SCP-019-2-Erscheinungen drastischer zu beeinflussen als andere. Darüber hinaus erzeugt das Kippen von SCP-019 eine Reaktion, vergleichbar damit, als sei das Objekt zuvor bereits mit SCP-019-2 gefüllt gewesen, obwohl Beobachtungen von oben zeigten, dass nur die dunkle Öffnung sichtbar war. Aufgrund der erhöhten Produktion von SCP-019-2, wenn man mit dem Objekt interagiert, stellt sich eine Ausmessung des inneren Hohlraums als schwierig dar. Es wird allerdings vermutet, dass dieser nicht mit den Außenmaßen übereinstimmt. Anhang: Dokument SCP-019-2-2-A. SCP-019-2 Notizen, welche von Dr. Light und Dr. Wo gepflegt werden. Ein SCP-019-2 Exemplar wurde aus der Eindämmungskammer entnommen und in einen verstärkten Gehege gehalten. Es wurde mit Wasser und lebenden Hühnern als Nahrung versorgt. Das Exemplar machte durchgehend leise, abgehackte Vokalisierungen, welche lautlich dem altgriechischen Sprachen ähnelten. Der Grund hierfür ist bisher unbekannt und Exemplare gelten weiterhin als nicht intelligenter als Tiere. Das Exemplar lebte weniger als 48 Stunden und bei einer Sezierung zeigte sich eine Anatomie, die auf zellulärer Ebene mit bekannter Biologie übereinstimmt, aber eine extrem instabile muskuloskeletale Struktur aufweist. Andere bemerkenswerte Anomalien waren ein instabiles Atmungssystem, ein nahezu nicht vorhandener Verdauungstrakt und praktisch keine anderen inneren Organe. Alle anderen gefangenen Exemplare zeigten ähnliches Verhalten und eine kurze Lebensspanne. Hinweis: Es scheint, dass SCP-019-2 Exemplare nicht dazu bestimmt waren, für längere Zeiträume außerhalb von SCP-019 zu leben. Dr. Wo? Die Eindämmungskammer wurde über längere Zeit durch SCP-019-2 Exemplare leicht beschädigt. SCP-019-2 wurde aufgrund teilweiser Durchsichtigkeit von Überwachungsteam nicht bemerkt. Diese Eigenschaft konnte zuvor bei keinem anderen SCP-019-2 Exemplar beobachtet werden. Die Überwachungsteams sind dazu angehalten worden, weitere Anomalien zu melden.
Überwachungsteams berichteten, dass einige Exemplare von SCP-019-2 jetzt deutlich resistenter gegen Verbrennung zu sein scheinen als andere. Es wird angenommen, dass es sich um einen Abwehrmechanismus seitens SCP-019 handelt. Die meisten Exemplare von SCP-019-2 sind inzwischen fast völlig resistent gegen die Effekte der Verbrennungsanlage. Ein Austausch der Verbrennungsanlage durch ein Säurebad wird erwogen. Die Evolution von SCP-019-2 wird derzeit untersucht und kann ein Beweis für die Intelligenz von SCP-019 sein.